kennt doch alle Mario Kart Wii TTG Revolution, der erfolgreiche Mod von Mr. Bean, 3500 VR und Cheddars. Aber was, wenn ich euch sage, dass es eine viel bessere Mod gibt, aber die noch fast keiner kennt? Und darum geht's heute. Boah, ich hab keinen Bock mehr auf immer das gleiche Mario Kart. Ist immer nur das gleiche, macht gar keinen Spaß mehr. Hä? Was ist das? Wow! Virtual Night? Mario Kart Wii Virtual Night, ein Mod von The Gaming Brand und dem gesamten Virtual Night Team. Wenn man die Mod startet, begrüßt einen erstmal ein richtig cooles designtes Menü, was eher an einen Nachtclub der 80er mit Retro und Funko Pop erinnert. Da gibt es erstmal die komplette Standardauswahl. Allein wenn man die Einstellung schon mal geht, erwarten einen viel mehr anpassbare Einstellungen als in den kompletten anderen Mario Kart Mods. Am besten müsst ihr euch mal selber damit befassen, um ein komplett eigenes Erlebnis zu erschaffen. Diese Mod bringt komplett neue Spielmodi mit rein. Und zwar gibt es neben dem normalen Spielmodus auch noch nur einen Pilzmodus und Random Items. Das heißt, auf dem ersten Platz könnte man einfach theoretisch einen Goldpilz oder so bekommen. Nun macht es noch die Mod noch nicht komplett besonders. Aber man muss dazu erwähnen, es gibt auch komplett neue Custom-Charaktere. Und zwar gibt es die Piranha-Pflanze, den Shy Guy, die sprechende Pflanze und den Hammerbruder und Kamek. Und die haben alle nicht nur eigene Charaktermodelle, sondern die haben auch eigene Voice. Und als ob das nicht genug wäre, gibt es für jede Motorklasse Custom-Fahrzeuge. Diese Charaktere und die Fahrzeuge sind so besonders, sogar Luigi würde neidisch werden. Ich meine, wer möchte denn nicht von einer sprechenden Pflanze von Super Mario Bros. Wonder überholt werden? Aber Leute, dieses Modpack wäre kein krasses Modpack, wenn es nicht um die Strecken gehen würde. Leute, unglaublich. Es gibt einfach 1000 Strecken. Das ist einfach mehr als genug, um sich monatelang mit diesem Spiel allein zu beschäftigen, wenn man einfach jede Strecke mal spielen möchte. Es gibt Custom, Retro und Remix. Retro-Strecken, die alle sorgfältig sortiert sind unter den verschiedenen Cups. Und es gibt sogar spezielle Cups, die sogar eigene Custom-Musik haben, für die von den Entwicklern selbst erstellt worden sind. Die sind damit eine kleine Note versehen. Nun, was sind denn diese ganzen Retro- und Custom-Retro-Remix-Strecken? Also die Custom-Tracks sind ganz normal Custom-Tracks, komplett ferngemachte eigene neue Strecken. Die Retro-Strecken sind einfach Strecken von jedem Mario Kart, das jemals existiert hat. Und das krasse ist, jede Strecke wurde nochmal geremixed. Und das sind dann nochmal einzelne Cups. Das sind die Retro-Remix-Strecken. Das heißt, diese Strecken wurden dann nochmal genommen und noch einmal verändert. Das heißt, man hat jede Strecke nochmal auf einer anderen Art und Weise. Es ist einfach krass, was diese Mod liefert. Aber Leute, beruhigt euch mal. Es ist noch nicht das Heftigste. Die haben es einfach geschafft einzustellen, dass man jedes Fahrzeug umstellen kann. Und zwar gibt es ja in Mario Kart Wii scharf driftende und nicht scharf driftende Bikes. Also die nach außen driften. Aber die haben es einfach als eine eigene Einstellung gemacht. Das heißt, jedes Fahrzeug kann man einstellen, dass es wie ein scharf driftendes Bike fährt, also nach innen driftet oder nach außen driftet. Das ist krass. Das verändert die komplette Spielweise und die komplette Erfahrung von den gesamten Strecken. Ich kenne mich als keine einzige Mod, die das genauso gehandhabt hat. Natürlich besitzt diese Mario Kart Wii Mod auch den Online Wimfy Service. Das heißt, man kann gegen alle Leute auf der Welt, die diese Mod haben, fahren oder man kann nur die normalen Strecken auch online fahren. Also mehr braucht man nicht. Ich finde, das holt nochmal alles aus Mario Kart Wii raus, was geht, was man mit dieser Grafik und Leistung nochmal schaffen kann. Die haben daraus einfach Gold gemacht, dieses komplette Modder-Team. Ich bin echt verblüfft, dass ich das gefunden habe. Im Vergleich zu Mario Kart TTG Evolution, was schon sehr revolutionär war, ich meine, Revolution steckt sogar im Namen drin, war schon sehr beeindruckend mit über 200 Strecken und einzigartigen Spielmodi. Aber Virtual Night übertrifft es einfach nochmal komplett von meiner Sicht aus. Allein, dass es schon 1000 Strecken hat und was ich vergessen habe zu erwähnen, es gibt einen freaking 200 CCM-Modus, den man auch einstellen kann und es bietet einfach eine komplett größere Vielfalt mit den neuen Charakteren und den neuen Custom-Fahrzeugen. Falls jemand fragt, wie ich überhaupt auf diese Mod aufmerksam geworden bin, irgendein random Tag wurde mir diese Mod auf YouTube vorgeschlagen, also ein Vorstellungsvideo, und ich habe da drauf gedrückt, ich war sehr kurios. Und ich dachte mir, hä? Wie kann diese krasse Mod nur 300-400 Aufrufe haben und 80 Likes oder so? Da habe ich mir gedacht, okay, ich muss mit dem Entwickler sprechen. Ich muss auf jeden Fall ein Video zu dieser Mod machen. Ich habe die jetzt selbst genug gespielt, getestet. Die macht unglaublich Spaß. Und ich bitte euch, Leute, ladet euch diese Mod runter. Es lohnt sich. Gebt den Moddern Support. Die haben eine echt krasse Mario Kart Wii Mod rausgebracht. Kommt auf den Discord. Der Link zu deren Discord ist in der Videobeschreibung. Und der Link zu deren Trailer-Video ist auch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like für mehr solcher Videos da. Geht auch gerne mal mit mir diese Mario Kart Mod spielen. Bin ich sehr offen. Passt auf euch auf. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.